Moin Freunde, heute in der Küche von meinem Kameramann und heute fängt unsere neue Playlist an zum Thema Ei. Heute das einfachste, was es eigentlich gibt beim Ei, das Spiegelei. Ich muss mal eben hier ein bisschen runterdrehen. Das Spiegelei, manche machen da echt eine Wissenschaft draus. Ich möchte nur eins dazu sagen, das Spiegelei besteht, oder besser gesagt, das Ei besteht aus einem Eiweiß und einem Eigelb, das weiß ja jeder, aber nicht viele Leute wissen, dass das Eiweiß aus zwei Teilen besteht und das werde ich euch gleich zeigen. Ich habe hier nur, ich glaube, zwei Zutaten, Butter oder Öl und Eier. Ich habe schon mal ein Ei vorab aufgeschlagen in so eine Tasse, weil manche sagen, oder die sagen, ja, ich möchte aber mein Eigelb, falls es kaputt geht. Gut, ich schlage es immer sofort auf. Am besten schmeckt es, wenn wir Butter dabei haben. Und noch besser ist, wenn wir Butterschmalz haben. Das gibt dem Ei so einen Geschmack. Wir haben hier ein bisschen, so wie ich zeige es einfach, wie ich es mache. Ein bisschen Öl, Sonnenblumenöl. Und ein bisschen Butter. Jetzt macht wieder die ganze Küche dreckig, ey. So. Ein bisschen Butter rein. Die Pfanne ist schon heiß. Wir brauchen noch eine Gabel. So, ich zeige euch gleich, warum wir die Gabel brauchen beim Eierbraten. Das Eiweiß besteht aus zwei Teilen. Einmal ist das, ich werde erstmal dieses Ei hier nehmen. Warte eben kurz noch einen Moment. Ich werde es jetzt, wir haben eine beschichtete Pfanne. Ich werde das Ei reingeben und wir sehen, das Eiweiß fängt sofort an zu stocken. Und wir sehen hier oben, sehen wir noch ein Eiweiß. Und das müssen wir mit der Gabel so aufnehmen und einmal kaputt machen oder zweimal. Dann fließt das quasi runter und wir brauchen keinen Deckel, damit uns das Ei komplett ganz wird. Das Schöne ist bei der Butter, wir bekommen, ja, manche sagen, ja, das muss aber, nein, das muss nicht. Man macht sich das Spiegelei, wie es einem schmeckt. Und wenn man schön Butter nimmt und wir sehen hier das obere Ei, Eiweiß. Wenn man das mit der Gabel kaputt macht, dann läuft das nochmal runter, das Eigelb wird befreit und somit haben wir nicht diesen Glibber da oben auf dem Eigelb. Jetzt sagen auch wieder Leute, ja, auf das Eigelb darf kein Salz und kein Pfeffer. Nein, auf das Ei gehört Salz, auf das Ei gehört ein bisschen Pfeffer. Hier haben wir einen besonderen Pfeffer, das ist so ein Zitronenpfeffer. Den kann man zu allen nehmen. Das ist mega geil, das Zeug, ey. Und ja, mein Kameramann, der schwört auf diesen Zitronenpfeffer. Habe ich selber noch nicht so probiert, muss ich mir jetzt auch mal bestellen. So, das Ei ist quasi schon fertig. Wir drehen runter. Und dann kann man es schon essen. Und wenn es einer mag, ein bisschen krosser unten, dann müssen wir es ein bisschen länger drauf lassen. Und wenn es einer mag, umgedreht, dann müssen wir es umdrehen. Spiegelei. Da müssen wir keine Wissenschaft draus machen. Wir werden jetzt im Anschluss nochmal eins aufschlagen und schaut mal her. Ich werde es jetzt einmal kurz hier mit der, vorsichtig mit der Gabel. Das Eigelb, da ist kein Glibber drauf. Da, du bewegst, da ist kein Glibber drauf. Wir lassen es jetzt noch ein bisschen. Ich mag es zum Beispiel gerne, wenn das so ein bisschen krosse Ränder bekommt. So, was machen wir jetzt? Wir werden es jetzt einmal nehmen und hier auf dem Teller platzieren. Diese Butter, die da jetzt mit bei ist, die kann man schön mit dem Brot noch, mit dem Eigelb dippen. Ich mache es normalerweise immer so, ich nehme mir ein Ei, nicht an der Kante aufschlagen, weil dann kann das splittern und die fallen rein auf der Arbeitsplatte. Einmal aufschlagen, reingehen, die Haut durchbrechen und in eine Pfanne geben. Und hier sehen wir halt jetzt nochmal diese, also hier unten, haben wir dieses flüssige und das Eigelb ist damit ummantelt. Da gehen wir mit der Gabel rein, ziehen es einmal hoch, machen es kaputt. Ihr seht schon, das läuft direkt raus. Und somit habt ihr dann hinterher kein Glibber. Also am Eigelb vorbei und ein, zwei, dreimal eben aufstechen. Dann brauchen wir auch keinen Deckel,
dann brauchen wir auch keinen Deckel, damit wir dieses Glibber wegbekommen. Wenn wir aber einen Deckel nehmen, dann wird das so ein bisschen weiß oben drüber. Und das mag auch nicht jeder. Vor allem das Geile ist, ich habe ja nicht mal den Deckel von einer viereckigen Pfanne. Genau. Ich also echt gemieden, da mit Spiegeleier. Genau, manche nehmen dann immer noch so einen Löffel und kippen da die Butter drauf. Da sagt mein Kameramann, er macht das immer so. Viele Leute mögen es halt einfach nicht. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier so eine schöne beschichtete Pfanne. Jetzt geben wir hier auch noch mal ein bisschen. Und ihr seht schon, das ist alles weg. Dann drehen wir halt komplett einmal runter. Dann lassen wir es einmal fertig ziehen. Geben da noch mal schön Pfeffer drüber. Und jetzt habe ich hier Salz umgekippt. Und ein bisschen Salz und unser Spiegelei ist fertig. Und wieso ich mit dem Spiegelei anfange, es gibt wirklich halt Leute, die wissen nicht, wie man ein Spiegelei macht. Ich habe damals bei der Bundeswehr Kameraden gehabt, er wusste nicht, wie man ein Spiegelei macht. Und 2-3 Minuten und dann ist es fertig. Freunde, ich werde auch dieses Ei gleich hier rübergeben. Was man mit einem Spiegelei alles machen kann, strammer Max und so weiter und so fort. Aber dazu kommen wir dann noch. Das ist heute halt einfach mal der Anfang. Ein ganz kurzes Video zwischendurch zum Thema Spiegelei. So, wir haben keinen Glibber. Die Eier flutschen schön aus der Pfanne und wir können essen. Freunde! An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war das erste kurze Video. Wir fangen mit dem einfachsten an, mit dem Spiegelei. Bleibt dabei, seid gespannt, was als nächstes kommt. Was kommt denn als nächstes? Wir machen ein leckeres Omelette. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.